Night Fever mitten in der Bonner Innenstadt in St. Remigius. Samstagabend 21 Uhr. Lars Schäfers und Johanna Klamt wollen Passanten in die Kirche einladen. Abend dürfen wir Ihnen eine Kerze schenken und wenn Sie mögen, in die Kirche einladen. Heute ist Night Fever, offene Kirche. Night Fever ist super, weil man kann hier einfach in die Kirche kommen, so wie man ist, ohne irgendwelche Vorbereitungen, ohne der große, fromme Mensch zu sein. Man kann hier vor Gott treten, die Anbetung pflegen, zur Ruhe kommen. Night Fever, das ist eine Chance, sich Zeit zu nehmen für Gott. Wie lange bleibt jedem selbst überlassen, aber das Angebot ist groß. Es reicht von der Messe über die Anbetung vor dem Altar bis zur Katechese. Night Fever als besonders gestalteter Gebetsabend wächst, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Mittlerweile gibt es Night Fever in 30 verschiedenen Ländern, zum Beispiel in Brasilien. Obwohl es Night Fever schon seit 10 Jahren gibt, ist es für viele das erste Mal, dass sie davon erfahren. Und viele nehmen die Einladung an. Wer sich darauf einlässt, für den ist schnell klar, ich komme wieder.